Jetzt zeige ich dir, wie du dein fertig geschriebenes und lektoriertes E-Book einmal über Kindle Direct Publishing veröffentlichen kannst. Dafür gehst du einmal bitte in deinen hoffentlich auch bereits schon erstellten KDP-Account rein. Und wenn du hier dich im Bücherregal befindest, dann einmal bitte hier unter Neue Titel erstellen auf Kindle E-Book drücken. Hier fügst du einmal natürlich bitte deinen Buchtitel ein. Ich nehme jetzt mal hier wieder mein Beispiel hervor, mit dem wir ja schon die ganze Zeit arbeiten. Und zwar hier Muskelaufbau nach Hollywood-Art. Wahrscheinlich ein Buch, das ich so nie irgendwie veröffentlichen würde, aber soll ja auch erstmal nur ein Beispiel sein. Mach vielleicht mal hier den Bindestrich weg. Mach das vielleicht nochmal ein bisschen größer für dich. Untertitel am besten einmal unten einfügen, wie auch schon in anderen Videos erwähnt. Damit dann einfach später wirklich hier sozusagen Doppelpunkt angezeigt wird und dann erst der Untertitel beginnt. Vor allen Dingen kannst du dann bei der E-Book-Version auch nach der Veröffentlichung noch Änderungen am Untertitel vornehmen. Wenn du später in der Taschenbuchversion, die dann auch bereits veröffentlicht ist, das Ganze hier nochmal ändern willst, dann geht das nicht. Also das und das kann nicht mehr geändert werden. Hier unten kannst du dann nochmal deine Serieninformation einfügen, falls du aus dem Ganzen eine Serie machen willst. In dem Fall wäre das dann wahrscheinlich Muskelaufbau nach Hollywood Art mit der Serie Nummer 1. Da komme ich aber nochmal in einem anderen Video genauer darauf zu sprechen, wie du diese Serienfunktion hier am besten nutzen und auch ausnutzen kannst. Dann, was die Auflage angeht, lassen wir erstmal weg. Hier trägst du natürlich deinen Autorennamen ein mit Vor- und Nachnamen. Ja, je nachdem, ist es dein richtiger Name oder ein Pseudonym, der verwendet wird. Falls noch andere Autoren oder andere Leute daran gearbeitet haben, ja, jemand ein Vorwort für dich geschrieben hat oder die Einführung, ja, wenn du also einen Co-Autor benutzt hast oder ähnliche Geschichten, dann kannst du das hier auch nochmal mit einfügen. Das kann man auch später immer noch ändern. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Dann machen wir uns hier einmal an die Beschreibung des E-Books. Da ganz wichtig, ich sehe leider viel zu oft, wie Fehler gemacht werden bei der Beschreibung. Da werden entweder irgendwie Texte verwendet, die dann irgendwie komplett zusammengeschrieben sind. Da werden keine Bullet Points genutzt, was sehr, sehr wichtig ist. Da gibt es keinen Call to Action. Und deswegen habe ich dich immer so eine Vorlage erstellt, die ich dir unterhalb des Videos auch nochmal verlinken werde, damit du das Ganze mal downloaden kannst. Es ist jetzt kein Muss, das so zu machen, wie ich das hier einmal vorschreibe, aber es hilft dir auf jeden Fall. Und hier bei der Formatierung auch ganz wichtig, hier wird HTML genutzt, ja, und die wichtigsten HTML-Funktionen oder die wichtigsten Codes, die du kennen musst, ist einfach H2 für die Überschrift, ja, oder H1, also Überschrift 1 dementsprechend, H2 ist Überschrift 2 und H3 ist Überschrift 3, damit das Ganze einfach wirklich größer dargestellt wird, als hier normalerweise bei dem Text. Und HTML-Code benutzt man ganz einfach. Du machst einmal hier mit diesem Pfeil den Bereich auf und hier mit dem Pfeil nach außen den Bereich wieder zu. Nutzt dann einmal H2 für die Überschrift und mit beinahe demselben Code machst du das Ganze wieder zu. Nur, dass du hier bitte auch wieder ein Slash dann einfügst, damit du dem ganzen System ja auch signalisierst, okay, hier soll die Überschrift anfangen, dann soll sie wieder aufhören. Das gleiche hast du dann auch bei der fetten Schrift. Das hier ist dann dementsprechend fett. Das hier ist dann dementsprechend kursiv und hiermit kannst du auch ganz einfach Bullet Points erstellen. So viel erstmal ganz kurz in einem Crashkurs zum HTML-Code nutzen. Und dann in der allerersten Überschrift solltest du einen Hook verwenden und das Ganze mit einem Keyword paaren. Das ist einfach wirklich ein Attention Grabber, wo du sagst, okay, ich spreche jetzt mit diesem allerersten Satz irgendwie meine Zielgruppe an. Ich versuche da auch ein Keyword mit reinzubauen, damit Amazon es deutlich leichter hat, dein E-Book dann auch an die dementsprechende Zielgruppe auszuliefern. Wenn da also jemand ein bestimmtes Keyword eingibt, dann schaut Amazon automatisch halt eben auch auf den Beschreibungstext hier, den du angibst, und pickt sich da auch nochmal die Keywords heraus. Dann als nächstes folgt in der Regel immer ein Text, der so ein bisschen den Hintergrund zum Buch erklärt und vor allen Dingen den Nutzen präsentiert. Also wenn du da irgendwas schreibst, bitte achte darauf, den Hintergrund ein bisschen zu erklären und immer wieder den Nutzen auch dem Leser zu verdeutlichen, was hat denn potenzielle Käufer davon, dein Buch zu kaufen und das zu lesen, was wird ihm das bringen oder was wird ihr das bringen. Da mache ich gerne hier nochmal so einen H2-Bereich und mit Enter halte ich das gerne immer ein bisschen auch getrennt. Da gehe ich wieder nochmal ein bisschen in einem Text auf den Hintergrund und den Nutzen nochmal direkt ein. Dann empfehle ich dir auch immer natürlich, dass du eine Nutzenaufzählung hast, ja, damit der potenzielle Käufer wirklich sieht, okay, was werde ich da direkt davon haben,
was wird es mir bringen, dieses Buch zu lesen, warum sollte gerade ich das lesen, warum vielleicht nicht sogar irgendwie ein anderes Buch. Hier kommen wir dann auch nochmal darauf ein, da wirklich dann noch einen Text erstellen, der so ein bisschen auf mögliche Einwände eingeht. Der potenzielle Käufer schaut sich dein Buch oder potenzielle Leser schaut sich dein Buch an und denkt sich, oh, passt das wirklich zu mir, passt das zu meiner Situation, sind da wirklich die Informationen drin, die ich brauche, kriege ich das überhaupt hin, kann ich das alles anwenden, was da drin steht, versucht da wirklich einen Text zu schreiben, der auf mögliche Einwände angeht und vielleicht auch so ein bisschen, dass du den USP, also den sogenannten Unique Selling Point, da ein bisschen verdeutlichst in diesem Text und nochmal danach auch in den Bullet Points hier. Ich finde es immer ganz wichtig, mit so welchen Bullet Points hier zu arbeiten. Entweder markierst du dir das Ganze einfach mal aus der Vorlage, die ich unterhalb dieses Videos auch zum Download zur Verfügung stelle, oder was du natürlich auch machen kannst, ist, du machst das hier einmal weg, nutzt dann den HTML-Code LI, kopierst das Ganze hier in alle Bereiche und zum Schluss schließt du das Ganze wieder und dann wird das eben auch in Bullet Points dargestellt. Je nachdem, wie du es machen willst, kannst du dir das Ganze halt eben aussuchen. Dann unter der allerletzten Auflistung, wo du wirklich nochmal auf Nutzen und Einwände so ein bisschen eingehst, kannst du vielleicht auch, falls du denn einen Bonus hast, den du zum E-Book präsentierst, zum Beispiel eine spezielle Facebook-Gruppe oder ähnliche Geschichten, kannst du da auch nochmal mit einfügen in die Beschreibung, um dem potenziellen Käufer wirklich zu sagen, schau, wenn du dir das holst, kriegst du nicht nur das Buch mit den ganzen hilfreichen Tipps und Tricks, sondern du kriegst auch nochmal Zugang zu einer speziellen Facebook-Gruppe, wo du nur mit einem Passwort reinkommst und da werden alle Leser drinnen sein. Die Gruppe ist dann auch auf privat, heißt, wenn du da irgendwas postest, dann sehen das deine Freunde und Verwandten und Lieben eben nicht auf Facebook, sondern du kannst da wirklich in aller Seelenruhe da mit den anderen Lesern und den anderen Leuten aus der Community interagieren und kommunizieren und dir dann auch mehr Tipps und Hilfestellungen dann auch anschauen. Und diese Stelle ist wirklich eher so ein Kann, das ist kein Muss. Ja, das kannst du machen. Das musst du nicht machen. Und vor allen Dingen gehe ich da sowieso in einem anderen Video nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Dann ganz zum Schluss, mega, mega wichtig, ein Call to Action. Sowas wie, handle jetzt. Ja, denk nicht mehr großartig darüber nach. Vergiss, was morgen sein wird. Sowas in die Richtung. Hole dir dieses E-Book noch heute und leg schon morgen damit los, XYZ zu machen. Ja, sowas als Beispiel. Und warum machen wir das Ganze hier? Bitte verstehe eine Sache, ja, wenn du die ganze Beschreibung hier erstellst. Versuche nicht, eine Beschreibung wie ein Dan Brown zu schreiben. Ja, ich zeig dir das mal kurz. Ja, ich habe hier mal so eine Beschreibung von einem Buch von Dan Brown aufgemacht. Wie du siehst, hier sind nirgendwo Zeilen, also Zeilenabsätze dazwischen. Der Text ist wirklich so in eins durchgeschrieben. Und wenn du Dan Brown heißt oder Stephen King oder hast du nicht gesehen, dann ist es vielleicht noch verkraftbar, die Beschreibung so darzustellen. Aber als Self-Publisher, als Kindlepreneur, achte bitte darauf, dass dein Beschreibungstext einem Verkaufstext ähnelt. Ja, ein Verkaufstext, wie man ihn auch gerade im Online-Marketing-Bereich kennt. Hier geht es wirklich darum, gerade zu Anfang erstmal Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Ja, dass wenn potenzieller Leser die Beschreibung liest, er auch sich angesprochen fühlt, dann zeigst du ihm nochmal, was er wirklich am Ende davon haben wird, wenn er sich dieses Produkt oder dieses E-Book dann dementsprechend holt. Und dann gehst du nochmal ein bisschen auf mögliche Einwände an, gibst den ein oder anderen Bonus auch mit zu und sagst ihm, was er zu tun hat. Und dass es besser ist, wenn er es jetzt macht, als wenn er es irgendwann später macht oder leider gar nicht macht. Deswegen musst du hier auch wirklich ein Call to Action drin haben. Ja, ganz, ganz wichtig. Zum Schluss kannst du gerne gerade bei der E-Book-Version nochmal so einen Hinweis reinmachen, dass man nach Kauf des E-Books das Ganze dann auch sofort auf dem Computer, Mac, Smartphone, Tablet, iPad oder Kindle-Gerät lesen kann. Das wissen leider die ein oder anderen Amazon-Käufer immer noch nicht, wie man solch ein E-Book lesen kann. Und denken dann, man müsste irgendwie dann für eine teure Software Geld zahlen oder man braucht unbedingt ein Kindle-Gerät, um das Ganze zu lesen. Und du weißt ja, dass das Ganze so nicht richtig ist. Und hier bei den Veröffentlichungsrechten, da einmal draufklicken, ich bin der Inhaber des Urheberrechts. Jetzt kommen wir zu den Stichworten. Mega, mega geiles Thema. Da mache ich gleich einmal nochmal hier die Amazon-Seite auf. Einmal hier die Bücher-Sektion und einmal hier die E-Book-Sektion. Wenn wir unseren Blick erstmal auf die E-Book-Sektion, da ist es so, ich dachte früher immer, dass ich jetzt hier Platz habe für 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 Keywords. Was ich also getan habe, war zum Beispiel zu sagen, okay, unser Beispielbuch soll ja über Muskelaufbau handeln. Hier habe ich mal einen Muskelaufbau und dann sehe ich, gut, hier habe ich Muskelaufbau, Muskelaufbau Kochbuch für Frauen und so weiter. Und dann hätte ich früher einfach, oder habe ich früher einfach dann das Ganze einmal kopiert und hier eingefügt und das Ganze so oft gemacht, bis die 7 Keywords dann noch durch sind. Ja, Muskelaufbau für Anfänger und so weiter und so fort. Und ich musste leider sagen, ich mache das jetzt nicht einmal durch. Ja, tun wir mal so, als hätte ich das jetzt einmal durchgemacht. Das ist völlig unnötig. Ja, erstens, so funktioniert das System gar nicht. Die Funktion des Systems oder der Suchleiste hier oben wird auf diese Art und Weise komplett unterschätzt. Du kannst hier viel mehr Keywords reinhauen. Und vor allen Dingen funktioniert das Ganze nicht so, dass man das hier als Leiste betrachten sollte. Ja, das hier wäre, dieser Bereich wäre hier einmal so die Leiste. Nein, sondern Amazon pickt sich die Wörter heraus, die jemand hier in der Suchleiste oben eingibt und schaut, ob sie einen Zusammenhang haben mit dem, was hier drinnen steht und was natürlich auch im Titel und Untertitel steht. Deswegen ist es so wichtig, einen Keyword-optimierten Titel und Untertitel zu haben. Und was natürlich in der Beschreibung steht und zu einem gewissen Teil auch dessen, was einsehbar ist, wenn man den Klick wagt beim Blick ins Buch. Ja, also wenn man die ersten 10% des E-Books oder des Taschenbuchs anklicken kann. Dieser Text wird dann auch nochmal zur Hilfe gezogen, was die Stichwörter hier angeht. Um das Ganze mal ein bisschen zu verdeutlichen, mache ich jetzt Folgendes. Ich sage Muskel, ist ja ein Wort, Aufbau, Koch, Buch. Dann mache ich hier mal Anfänger rein, das lösche ich. Dann sage ich hier, okay, was gibt's noch? Muskelaufbau, Frauen. Okay, dann nehme ich das Keyword Frauen mit rein. Dann nehme ich, was gibt's noch? Vegan. Ich nehme noch vegan mit rein, weil ich glaube, mehr passt hier nicht. Vegan. Du kannst also wirklich bis hierhin ungefähr schreiben. Also bis hierhin ungefähr hast du Platz für Wörter. Und jetzt wird Folgendes passieren. Wenn jemand im Kindle-Shop hier oben in der Suchleiste nach Muskelaufbau-Kochbuch sucht, dann wird er dein Buch finden, weil diese Wortkombination hier mit drin ist und sich Amazon das auch so oft auf solch eine Art und Weise zusammensucht, dass es durchaus Sinn macht, das so reinzuschreiben, anstatt es so reinzuschreiben. Ja? Zudem gibt es ja auch die Möglichkeit, dass wenn jemand nach Muskelaufbau für Anfänger sucht und hier ja Muskelaufbau und Anfänger drin steht, dein Buch auch gezeigt wird. Dasselbe gilt für Muskelaufbau Frauen, Muskelaufbau Veganen. Und alleine mit dieser Methode, mit dieser Taktik, kannst du hier unglaublich viele Keywords, also Stichwörter reinhauen und damit hast du einen enorm großen Vorteil deiner Konkurrenz gegenüber, die leider Gottes immer noch denkt, dass man nur das eintragen kann, was irgendwie sinnvoll ist. Ja, und dann machen sie irgendwie nur 1, 2, 3, 4, 5 Wörter und mehr geht dann nicht. Weil sie denken, sie müssten das eingeben, was hier auch vorgegeben ist. Also zum Beispiel Muskelaufbau für Berufstätige. Na gut, das nicht. Für Frauen. Wenn man das mit dieser Methode nutzen würde, mit dieser alten Methode, von der ich früher dachte, das wäre die einzig richtige, dann verschwendet man haufenweise Platz. Wenn man das so nutzt, wie ich es gerade gezeigt habe, also sprich so, dann kann man da viel, viel, viel mehr mit erreichen. Und du hast ja wahrscheinlich gerade schon gemerkt, ich habe hier mein süßes Tool Keywords Everywhere auch wieder an. Das nutzt du natürlich auch bitte, damit du hier ein vernünftiges Suchvolumen hast. Mit anderen Worten, Muskelaufbau für Frauen hat nicht unbedingt genug Suchvolumen. Also wenn wir dieses Keyword hier nicht nutzen, sondern wir nehmen erstmal das Keyword mit der höchsten Suchvolumenrate hier, also 40.500 Suchen pro Monat für Muskelaufbau. Das wählen wir einmal, dann schauen wir, okay, wenn wir Leertaste drücken, was wird uns noch vorgeschlagen? Muskelaufbau Rezepte wäre super, also nehme ich noch Rezepte mit dazu. Und hier Frauen und hier auch Frau und vegan könnte auch passen. Füge das einmal ein und begebe mich dann auf die Suche nach neuen Keywords. Kann da auch ein bisschen schauen, wie das mit der Konkurrenz aussieht. Hier könnte ich wieder Krafttraining zum Beispiel nutzen, ne, weil das ist dementsprechend deutlich passend. Nehme ich mal Krafttraining. Drück da mal auf Enter und sehe, das sind 14.800. Dann würde ich das auch wieder nehmen.
Ja, ich könnte das sogar nochmal aufsplitten in Kraft und dann erst Training, damit es Amazon deutlich leichter hat, die Sucheingaben, die hier oben ja eingetragen werden, dann auch mit dem abzugleichen, was hier drin ist. Und Amazon pickt wirklich, wenn es nötig ist, Wort für Wort, was du hier reingeschrieben hast und formt sich das Ganze so zusammen, dass es dann auch für die Suchanfragen passt. Ja, hier sehe ich zum Beispiel dann noch irgendwie Fettverbrennung ist auch mit drin. Fettverbrennung. Ja, da haben wir dann auch 12.000er Suchvolumen, das ist auch super. Füge ich auch einmal ein. Ich könnte sogar so weit gehen zu sagen Fettverbrennung. Hier kann ich nochmal dann mit Leertaste auch neue Suchanfragen mir aussuchen. Hier Fettverbrennung am Bauch, da sehe ich, das sind 0. Das hätte ich jetzt also nicht gewählt. Und das Schöne ist, weil du ja eben Keywords Everywhere nutzt, kannst du auch schauen, welche Keywords dann am besten sind, weil, sehen wir es mal realistisch, selbst wenn du diese Methode hier verwendest, im Gegensatz zur alten Methode, also ja zur alten Methode, kannst du zwar mehr Keywords einfügen, aber trotzdem ist ja der Platz hier limitiert, wie du sehen kannst. Und es ist schon wichtig, dass du genau die Keywords auch auswählst, die ein hohes Suchvolumen haben, die auch wirklich so von Kunden eingegeben werden. Und auf die Art und Weise machst du das dann hier bitte einmal mit den Stichwörtern, gehst die einmal alle durch. Und dann gehen wir einmal zu den Kategorien hier über. Da ist es so, du kannst 2 Kategorien wählen, während du dein E-Book veröffentlichst. Später kannst du bis zu 10 Kategorien haben, also noch 8 weitere hinzufügen. Wie das funktioniert, zeige ich dir nochmal. Und genau aus dem Grund, weil du eben später Kategorien hinzufügen kannst, weil das auch mega, mega wichtig ist für deinen Erfolg als Kindle-Publisher oder halt eben Self-Publisher, empfehle ich dir Folgendes. Und zwar erstens, klicke auf diesen Button hier nicht klassifizierbar. Und als zweites, wählst du dir hier eine Kategorie aus, die auch zu deinem Buchtitel passt. Ja, ich nehme jetzt einfach mal hier irgendwie Design und Clipart. Völlig egal, müsste ja eigentlich irgendwas mit Muskelaufbau zu tun haben, hier bei unserem Beispiel. Aber tun wir so, ich hätte mir jetzt einfach Muskelaufbau ausgesucht. Dann drücken wir auf Speichern. Ja, warum das mega, mega schlau ist, das so zu machen, zeige ich dir später in einer anderen Lektion auch nochmal. Vertrau mir da einfach. Hier diesen Bereich kannst du prinzipiell weglassen, außer du willst irgendwie ein Erotikbuch rausbringen. Dann das Ganze bitte auf plus 18 stellen, damit das auch Sinn ergibt, dass das nicht jugendfrei ist. Ich mache das jetzt erstmal wieder weg. Wir haben ja hier ein Buch über Muskelaufbau uns ausgesucht. Dann hier ganz unten behältst du den Haken bei, weil ich bin jetzt bereit, mein Buch zu veröffentlichen. Und wenn du komplett einmal hiermit fertig bist mit diesem Bereich, gehst du auf Speichern und Fortfahren. Hier auf der nächsten Seite werden wir uns um den Inhalt des E-Books kümmern. Und das erste, was wir uns fragen, ist: Soll ich digitale Rechtenverwaltung, also sprich DMR, aktivieren oder soll ich das nicht? Ganz kurz zu diesem DMR-Thema. Sagen wir mal, jemand kauft dein E-Book über Amazon und möchte es aber weder auf dem Handy noch auf einem E-Reader nutzen, der nicht kompatibel ist mit Amazon. Wenn man versucht, das dann zu lesen und man hat hier das Ganze auf Ja geklickt, dann ist es nicht möglich, das Ganze zu lesen. Wenn man auf Nein klickt, dann funktioniert das. Wenn man es aber auch auf Nein lässt, dann hat man keine Piraterieprävention, denn diese digitale Rechtenverwaltung ist eigentlich dafür gedacht, um der Piraterie vorzubeugen. Ja, dass da irgendwie dein E-Book nicht irgendwie später auch im Netz auf irgendwelchen Piraterieseiten landet. Und dann gibt es da wieder Vor- und Nachteile, aber um das Thema kurz zu halten und dir vielleicht möglichen Kopfschmerzen so ein bisschen zu mindern, empfehle ich dir einfach, schalte das DMR ein, ja, damit das da einmal gegen Piraterie geschützt ist. Damit machst du auf jeden Fall erstmal nichts falsch. Dann wird hier auch nochmal verlangt, dass du dein E-Book-Manuskript einmal hochlädst. Das sollte natürlich fertig lektoriert und formatiert sein. Das mache ich jetzt einmal. Ich lade jetzt hier einmal das Manuskript hoch, welches du ja auch aus den Videos über die Formatierung schon kennenlernen durftest. So. Und als nächstes lädst du hier dein fertiges Cover hoch. Da ich jetzt hier leider kein passendes Cover zur Hand habe, gehe ich hier in den Kindle Cover Creator rein, nehme hier ein Bild aus der Bildergalerie. Einfach nur, weil damit wir hier mit dem Veröffentlichungsprozess auch weiterkommen. Ja, du musst das hier nicht machen. Wähl bitte wirklich das Bild, das dir dann vom Designer auch zur Verfügung gestellt wird. Damit bin ich jetzt einmal durch. Und jetzt, wenn du das Manuskript hochgeladen hast und das Cover über diesen Punkt hier bitte auch hochgeladen hast, klickst du hier mal auf Vorschau erstellen. Und es wird eine digitale Vorschau erstellt,
dessen, wie das Ganze später aussieht mit Cover und mit der Formatierung. Ja, dieser Prozess hier, um die Vorschau zu starten, dauert immer gerne mal ein bisschen länger. Bei E-Books geht's ja meist relativ schnell. Bei Taschenbüchern kann es auch gerne mal mehr als nur 5 oder 10 Minuten dauern. Ich hatte da manchmal wirklich Sessions dabei, wo ich irgendwie 20 Minuten darauf warten musste. Aber wie wir sehen können, geht das hier relativ schnell. Jetzt kannst du das Ganze natürlich hier einmal aufzeigen lassen in einer Tablet-Version oder auf einem Kindle-Reader. Und ich könnte schwören, hier war auch mal Handy mit dabei, aber ja, doch hier, Telefon. Also auf dem Handy kannst du dir das auch angucken, wie das Ganze dann später aussieht. Kannst dir von Anfang bis Ende alles durchklicken, gucken, ist es richtig formatiert, wird es so dargestellt, wie du gerne hättest. Hier auch ganz wichtig zu beachten, diese drei Ausgangsformate hier sind immer unterschiedlich. Also bei einem Tablet wird es später immer anders aussehen als wie auf einem Handy, ja, wie du hier sehen kannst. Und auf dem Kindle Reader sieht es sowieso nochmal ganz anders aus. Und genau deshalb bitte, mach dir gerade, was das E-Book angeht, jetzt nicht das Leben zur Hülle, nur weil es nicht unbedingt so ganz genau passend ist, wie du es gerne hättest mit der Formatierung. Denn am Ende kann jeder, der das über ein Tablet oder Telefon oder Kindle Reader liest, individuell für sich selbst anpassen, indem er da in den Zoom reingeht oder rausgeht oder halt eben hier auch das Ganze sich quer anschaut. Was es aber wichtig ist, für dich zu beachten oder wo du drauf achten musst, ist einfach, wenn wir jetzt mal hier beim Tablet bleiben, bleibe ich meist gerne drauf und hier das Ganze uns im Hochformat angucken. Dann interessiert mich nur, wird der Titel richtig angezeigt? Wird das Inhaltsverzeichnis richtig angezeigt? Kann ich das Ganze auch anklicken? Ja, kann ich anklicken, super. Kann ich mich da einmal durchklicken, ohne dass irgendwo ja viele leere Textpassagen zu sehen sind oder das irgendwie anderweitig ziemlich seltsam aussieht. Und falls ich Links mit drin habe im E-Book, dann klicke ich auf die Links auch nochmal drauf, gucke, ob ich auch richtig weitergeleitet werde, was gerade vielleicht, wenn man das Ganze mit Affiliate-Marketing verbindet, dann auch relativ wichtig ist, dass die Links da richtig funktionieren. Und wenn ich der Meinung bin, das ist alles so in Ordnung, dann klicke ich hier auf Zurück zu den Buchdetails. Scroll hier dann nochmal ganz runter, klick auf Speichern und Fortfahren. Und hier in diesem Bereich können wir dann nochmal den Preis anpassen, können gucken, in welchem Land das Ganze veröffentlicht werden soll, können uns für das KDP Select Programm anmelden oder halt eben auch nicht, können gucken, ob wir das Buch ausleihen wollen oder nicht und das Ganze hier auch veröffentlichen. Sprechen wir erstmal über KDP Select. Bei KDP Select ist es so, wenn ein E-Book im KDP Select Programm mit angemeldet ist, dann werden Kindle Unlimited User, ja, welche einen bestimmten monatlichen Betrag dafür bezahlen, dass sie eine bestimmte Anzahl von E-Books kostenlos bekommen, also kostenlos downloaden und lesen können, dann ist es so, für jede 100 Seiten, die gelesen werden, bekommst du nochmal 50 Cent Einnahmen. Und zusätzlich kannst du auch später dein E-Book für einen bestimmten Zeitraum, also bis zu maximal 5 Tage, auch als kostenloses E-Book anbieten. Und auch wenn das heutzutage nicht mehr die beste Marketing-Variante ist, bitte ich dich trotzdem darum, gerade als Anfänger, dich im KDP Select Programm anzumelden. Denn auf die Art und Weise wird dein E-Book einfach viel, viel präsenter auf Amazon werden und viel präsenter in den Suchergebnissen dargestellt werden. Was die Länderrechte angeht, ich empfehle dir, bleib einfach bei allen Ländern. Es macht nicht wirklich viel Sinn, außer in speziellen Fällen, dass du da einzelne Länder auswählst. Und dann kannst du dich hier aussuchen, okay, will ich 35% Provision und dafür kann ich das E-Book entweder zwischen 99 Cent und 200 Euro anbieten. Ja, dafür klicke ich hier beim primären Marktplatz nochmal auf Amazon.de, dass mir das richtig angezeigt wird. Also 99 Cent und bis zu 215 Euro. Oder würde ich das Ganze für 2,99 bis 9,99 anbieten können, dafür aber auch 70% bekommen. Und ich empfehle dir, wenn du Anfänger bist und dich kennt absolut niemand, weil du keine Reichweite hast und dir kein Social Media aufgebaut hast und nichts, oder ne, du keine Reichweite hast über Social Media und ähnliches, dann fang an mit 99 Cent, dafür gehst du dann auf die 35%, kannst das Ganze einmal so machen, oder du gehst bis irgendwie 1,99 Euro, oder meinetwegen kannst du auch mit Ach und Krach bei 2,99 anfangen, bei der E-Book-Version. Desto bekannter du wirst, desto bekannter dein Brand wird, also dein Autorenname, desto bekannter dein E-Book an sich wird, oder deine Werke im Allgemeinen, desto höher kannst du mit der Zeit auch mit dem Preis gehen.
Ja, dann sind wir 3,99, 4,99, 8,99, 9,99 und so weiter. Ich entscheide mich jetzt hier mal für 2,99. Die Buchausleihe ist sowieso automatisch mit drin. Das ist auch eine tolle Sache. Gibt's auch nochmal ein bisschen extra Geld. Und dann drückst du hier einmal unten auf Kindle E-Book veröffentlichen. Damit hast du von deiner Seite aus den Veröffentlichungsprozess geschafft, nachdem du hier drauf geklickt hast. Dann dauert das Ganze bis zu 72 Stunden, bevor das E-Book auf Amazon erhältlich ist, ja, und auf einer Verkaufsseite ersichtlich. In der Regel geht's meist schneller, also aus meiner Erfahrung kann ich sprechen, so 3 bis 6 Stunden ist eigentlich üblich, dass es schon auf Amazon zum Verkauf erhältlich ist. Manchmal kann es aber auch einen Tag dauern oder 2 oder halt eben sogar auch 72 Stunden, je nachdem, was da alles überprüft werden muss. Aber in der Regel muss ich eigentlich nie länger als einen Tag warten. Also 24 Stunden und schon war das Ganze auch veröffentlicht.